Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es ist wieder was ganz Krasses passiert, denn ihr wisst alle, es gibt ja nun Alola Knocker und Alola Raichu aus den Raids, auch in den Shiny-Versionen. Deswegen, weil Cresselia eh nicht so dope ist, habe ich in letzter Zeit weniger 5er Raids gemacht. Dafür habe ich Alola Knocker gejagt und Alola Raichu gejagt. Leider kam selten ein Raichu zum Vorschein. Die sind ja richtig selten geworden irgendwie. Zweimal selten? Wow! Auf jeden Fall habe ich trotzdem mal eins gemacht, beziehungsweise zwei, drei, vier. So viele waren es gar nicht. Ich habe, glaube ich, in letzter Zeit 10 Knocker gemacht, aber vielleicht gerade mal 4 Alola Raichu, weil die, wie gesagt, nicht so oft vorkamen. Es kamen immer zu anderen Sachen aus den Dreiern, vor allem Tohaido, der richtig genervt hat. Und da die Raids auch immer zu gewechselt haben, hatte man sowieso kaum noch die Chance, das Teil zu kriegen. Jetzt war es soweit, am Schwimmbad ist einer aufgetaucht, nochmal ein Alola Raichu und da bin ich gleich hin, hab das gemacht. Den Raid habe ich ja hier eingeblendet nebenbei. Natürlich Solo-Raid, ganz normal. Dreier-Raid sollte man immer Solo machen, beziehungsweise wenn man die benötigten Pokémon oder das benötigte Level dazu hat, ist es kein Problem. Dreier-Raid-Solo sind immer eine kleine Herausforderung. Und ja, dann war ich ganz überrascht, als ich dann fertig war, wollte es fangen und plötzlich glitzert das, der ganze Bildschirm. Ich habe gedacht, oh mein Gott, es ist passiert, ein Shiny Alola Raichu und das mit so wenigen Versuchen nach so kurzer Zeit, war ich mega happy einfach nur, auch wenn es total komisch aussieht, weil es so richtig schwarz ist. Ich meine, okay, auf seinem Surfbrett an der Sonne gelegen, aber das ist ja richtig verkohlt. Das sieht schon aus wie die Seele von Luca, wie Lukas Pizza, so richtig schwarz oder wie die Pechkekse. Aber egal, coole Sache, 16,9 hatte das, glaube ich, WP, war auch drin im ersten Ball. Ich wollte ja eigentlich den Fangtrick anwenden, goldene Beere, hab dann aber so blöd geworfen und hab gedacht, ach komm, scheiß auf den Fangtrick, wirfst einfach so und der erste Ball, der getroffen hat, war es auch gleich direkt drin. Ich glaube, die haben aus den Raids ja trotzdem keine 100% Fangchance, das ist nur bei den Legendären. Deswegen mal lieber auf Nummer sicher gehen, goldene Beere nehmen, eingetütet, hab's mal durchbewertet. Es hat sogar 2 Werte auf 15, Angriff 15 und KP, glaube ich, auf 15. Und ein weiteres Shiny in meiner Sammlung. Jetzt fehlt trotzdem noch Alola Knogger. Deswegen bin ich immer gespannt, wenn ein 4er-Raid aufgeht, weil ich momentan wirklich lieber einen 4er-Raid mache als den 5er-Raid. Wenn das natürlich auch schon da ist in der Sammlung, dann werde ich auch noch ein paar Cresselia wieder machen. Aber Ramses, der Shiny Hunter oder Ramses, der Shiny Sammler, der Ismo schreibt ja immer so lustige Sachen unten rein. Immer genau zu jeder Episode irgendwas Besonderes. Jetzt gebe ich ihm schon mal vor, was er sagen kann. Ramses, der Shiny Sammler, bam! Das war es aber von meiner Seite. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wie viele Alola Raichu ihr schon gemacht habt und ob ihr schon einen Shiny Alola Raichu habt. Und wie ihr das generell findet, von der Farbe her, ist das cool, ist das nicht cool, muss man das haben? Ja, alles kann, nichts muss. Und das war's von dieser Folge, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses.